So, ein Tag in Würzburg. Ich wurde netterweise von einer Freundin rumgeführt und sie hat mir die Stadt gezeigt. Zuerst sind wir am Ufer des Main etwas lang spaziert. Es war ganz entspannt dort. Danach sind wir auf die alte Mainbrücke. Hat mich etwas erinnert an die Brücke von Prag. So, von dort aus hat man auch einen echt schönen Ausblick. Dann ging es in die Innenstadt, am Rathaus vorbei Richtung Dom. Und danach haben wir noch die Marienkapelle besucht und sind zum Haus der Falken gegangen. Als nächstes auf der Stadtrundführung stand dann die Residenz an. Davor haben wir diesen Zebrastreifen gesehen, ganz cool. Ja, und dann sind wir erstmal in den Hofgarten. Der Hofgarten ist wirklich schön und sehr sehenswert, kann man sich mal gut angucken, wenn man die Zeit dazu hat. Danach sind wir noch was essen gegangen und das war's dann auch schon wieder. Dann bin ich zum Bahnhof gegangen und habe mich in den Zug gesetzt und war über die Feiertage bei meiner Familie in Hannover.